Die Ermittler schließen nach der Tötung zweier ukrainischer Soldaten im oberbayerischen Murnau eine politische Motivation nicht völlig aus. Das Motiv der Tat sei derzeit aber noch immer unklar, wobei eine politische Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden kann, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Die beiden Männer im Alter von 23 und 36 Jahren waren am vergangenen Samstag auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau in Oberbayern erstochen worden. Die Polizei nahm kurz darauf einen russischen Mann unter dringendem Tatverdacht fest. Ukrainischen Medien zufolge waren die beiden Männer nach Kriegsverletzungen zur medizinischen Rehabilitation hier in Deutschland. Und Marian Grunden ist für uns weiterhin in Murnau. Guten Morgen, Marian. Tja, der ukrainische Außenminister Kuleba hat sich ja für den schnellen Fahndungserfolg bereits bei den deutschen Ermittlern bedankt. Aber wo stehen wir denn? Also ein politisches Tatmotiv kann tatsächlich nicht ausgeschlossen werden? Naja, zumindest ermittelt man in diese Richtung. Man möchte es eben nicht ausschließen. Aber Fakt ist eben, das hatte der Innenminister Joachim Herrmann auch noch mal betont, dass wohl auch viel Alkohol bei dieser Tat im Spiel war. Und der Russe, der war hier in diesem Ort schon öfter auffällig geworden. Der ist seit den 90ern in Deutschland. Seit 2015 lebte er dann hier in Murnau und war wohl bekannt dafür, dass er öfter mal hier in dieser Gegend auffällig geworden ist. Und mir haben dann hier auch Ukrainer berichtet, dass er wohl auch mit den Ukrainern selber schon öfter in Streit geraten war. Und das Ganze dann vielleicht so irgendwann eskaliert sein könnte im Alkoholrausch. Trotzdem wird eben jetzt tatsächlich ermittelt. Denn man hat natürlich die große Sorge, dass dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt auch hier in das Idyllische, in dieses kleine 12.000 Seelenörtchen Murnau reingetragen wird. Und die Anteilnahme hier in diesem Ort, die ist natürlich enorm. Wir schauen uns das einmal an. Wir sehen hier hinter mir die Blumen, die hier hingebracht werden. Immer wieder kommen Menschen und ja, gedenken noch mal der beiden Verstorbenen und bringen eben hier die Blumen hin. Insgesamt sind hier 200 Ukrainer in diesem Ort und 60 allein kamen da am Samstag dann schon hier hin, um nochmal der beiden zu gedenken. Und es ist natürlich so, dass hier auch eine Klinik ist für Kriegsversehrte, wo die Ukrainer auch diese beiden behandelt wurden und dann eben hier dann die Behandlung abgeschlossen hatten, an diesem Ort waren, wo sie dann eben tatsächlich umgebracht wurden. Mariam, danke für diese aktuellen Informationen aus Murnau in Bayern.